Willkommen zu unserem heutigen Video, in dem wir die Top 5 der neuen kommenden Spiele für die PlayStation 5 Pro in den Jahren 2024 und 2025 vorstellen. Wir tauchen ein in die aufregende Zukunft der Gaming-Welt und werfen einen Blick auf die Spiele, die nicht nur die Leistungsfähigkeit der PS5 Pro ausnutzen, sondern auch neue Maßstäbe in Sachen Grafik, Gameplay und Storytelling setzen werden. Bleibt dran, um zu erfahren, welche Titel ihr nicht verpassen dürft und was diese Spiele so besonders macht. What did you believe? Black Myth Wukong. Black Myth Wukong ist ein kommendes Action-Rollenspiel des chinesischen Entwicklers Game Science, basierend auf dem klassischen chinesischen Roman Die Reise nach Westen aus dem 16. Jahrhundert. Das Spiel soll am 20. August 2024 veröffentlicht werden und wird auf PlayStation 5, Windows sowie Xbox Series X und S verfügbar sein. Die Spieler steuern eine Figur basierend auf Sun Wukong, dem Auserwählten, und kämpfen sich durch eine Vielzahl von Feinden. Dabei haben die Spieler die Möglichkeit, sich in verschiedene Gestalten zu verwandeln, darunter ein fliegendes Insekt oder ein riesiges Monster. Black Myth Wukong zeichnet sich durch eine dichte Atmosphäre und eine anspruchsvolle Spielwelt aus, die die mystische und dunkle Seite der chinesischen Mythologie zum Leben erweckt. Die Spielmechaniken sind auf intensive Kämpfe und Erkundungen ausgerichtet, wobei die Unreal Engine 5 die grafische Pracht und technische Komplexität des Spiels unterstreicht. Mit einer Kombination aus eindrucksvoller Optik und tiefgreifendem Gameplay verspricht Black Myth Wukong, eine frische Perspektive auf das bekannte literarische Werk zu bieten und dabei das Genre des Action-Rollenspiels neu zu definieren. Cleanse the world with blood and grow lotuses in it. That is your destiny. Project 007. Project 007 ist ein kommendes Videospiel von IO Interactive, das in der Welt von James Bond angesiedelt ist. Obwohl spezifische Details zum Spiel, wie das Veröffentlichungsdatum, Gameplay, Genre oder Plattformkompatibilität nicht explizit genannt wurden, wird erwartet, dass es sich um ein Action- oder Spionage-orientiertes Spiel handeln könnte, das die Essenz und den Stil der berühmten James Bond-Filmreihe einfängt. IO Interactive ist bekannt für die Hitman-Serie, was hohe Erwartungen an die Qualität und den Detailgrad von Project 007 weckt. Das Spiel wird als das erste originelle James-Bond-Abenteuer beschrieben, in dem Spieler in die Rolle des weltberühmten Geheimagenten schlüpfen können, um ihren OO oder im deutschen 00-Status in einer völlig neuen Origin-Story zu erlangen. State of Decay 3. State of Decay 3 ist das neueste Spiel in der von Undead Labs entwickelten und von Xbox Game Studios veröffentlichten Survival-Horror-Spielreihe. Obwohl konkrete Details zu Gameplay, Veröffentlichungsdatum und spezifischen Features von State of Decay 3 noch nicht umfassend bekannt gegeben wurden, steht fest, dass das Spiel für Windows und Xbox Series X und S erscheinen soll. Die State of Decay-Reihe ist bekannt für ihre Kombination aus Survival-Elementen, Basisbau und Gemeinschaftsmanagement in einer von Zombies überrannten Welt. Nach dem Erfolg von State of Decay 2 hat Microsoft Undead Labs als First-Party-Studio übernommen, was hohe Erwartungen an die Qualität und Innovation von State of Decay 3 stellt. Fans der Serie dürfen sich wahrscheinlich auf eine erweiterte offene Welt, verbesserte Grafik und neue Gameplay-Mechaniken freuen, die die Erfahrung noch immersiver und anspruchsvoller gestalten. And even if we bought the other survivors just one more day, the sacrifice would be worth it. It would always be worth it. Instinction. Instinction ist ein bevorstehendes prähistorisches Action-Adventure-Spiel, das von Hashban Interactive entwickelt wird. Das Spiel, das in einer vergessenen Welt voller Dinosaurier und alter Geheimnisse spielt, kombiniert Kampf- und Erkundungselemente in einer weitläufigen, linearen Umgebung. Die Spieler finden sich in einer lebendigen, prähistorischen Welt wieder, in der sie gegen eine Vielzahl von Dinosauriern kämpfen, Rätsel lösen und die Geheimnisse einer längst vergessenen Zivilisation aufdecken müssen. Die Handlung ist narrativ getrieben und bietet eine Geschichte, die von persönlichen Konflikten, Familiendynamiken und dem Überlebenskampf in einer Welt voller prähistorischer Kreaturen geprägt ist. Instinction ermöglicht Einzel- sowie Online-Koop-Spielmodi und unterstützt vollständige Controller-Steuerung. Das Spiel wird in mehreren Sprachen verfügbar sein, darunter Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch. Die genauen Details zum Veröffentlichungsdatum sind noch nicht bekannt, aber es wird mit großer Vorfreude erwartet. Dragon Age Dreadwolf.
Dragon Age Dreadwolf ist das neueste Spiel der Dragon Age-Reihe, entwickelt von BioWare und veröffentlicht von Electronic Arts. Es folgt als Fortsetzung auf Dragon Age Inquisition von 2014. Die Entwicklung des Spiels begann 2015, wurde jedoch durch wiederholte Verzögerungen, wesentliche Designänderungen und einen hohen Personalwechsel gekennzeichnet. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht bekannt gegeben. Die Geschichte von Dreadwolf spielt in der Welt von Tedas und soll ursprünglich im Tiventer Imperium angesiedelt sein. Das Spiel wird erwartet, um eine tiefgreifende narrative Erfahrung zu bieten, die typisch für die Dragon Age-Reihe ist, mit einem Fokus auf Charakterentwicklung, Entscheidungsfindung und einer komplexen Welt. Der Entwicklungsprozess des Spiels hat viele Veränderungen durchgemacht, einschließlich des Übergangs von einem kleinen narrativen Fokus zu einem Spiel mit Live-Service-Komponenten, die später wieder entfernt wurden, um sich auf ein Singleplayer-Erlebnis zu konzentrieren. Trotz der Herausforderungen und des Personalaustauschs bei BioWare zeigt das Interesse und die fortlaufenden Updates, dass Dragon Age Dreadwolf eines der am meisten erwarteten Spiele in der Rollenspiel-Community bleibt. Monster Hunter Wilds. Monster Hunter Wilds wurde für das Jahr 2025 angekündigt und ist der neueste Teil der Monster Hunter Serie, entwickelt und veröffentlicht von Capcom. Es wird für PlayStation 5, Xbox Series X und S und Windows veröffentlicht. Dieses Spiel setzt die Tradition der Monster Hunter Reihe fort, in der Spieler in die Rolle von Jägern schlüpfen, die in einer reichhaltigen, lebendigen Welt verschiedene Monster jagen und fangen. Weitere spezifische Details zum Gameplay, der Geschichte und den neuen Features von Monster Hunter Wilds sind zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. The Sandstorm!